CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, wir erleben heute wieder das typische Muster der AfD. Es wird ein Antrag, ein Gesetzentwurf eingebracht zu einem tatsächlichen Problem. Erstens. Zweitens, es wird versucht, den Eindruck zu erwecken, die Bundespolitik, vor allem die CDU-CSU-Fraktion, wäre bislang untätig geblieben. Und drittens, es wird eine Scheinlösung präsentiert. Es wird eine Alternative präsentiert, die keine tatsächliche Alternative ist, weil sie verfassungswidrig ist. Punkt 1. Ich gestehe zu, die hohe Ausländerkriminalität in Deutschland ist ein Problem. Sie hat auch im Wege und im Zuge der Migrations- und Flüchtlingskrise tatsächlich zugenommen. Wir hatten allein in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres ausweislich eines Berichtes des Bundeskriminalamtes über 200.000 Straftaten in Deutschland, die von Zuwanderern begangen wurden. Also am Tag werden im Schnitt 750 Straftaten von Zuwanderern begangen. Das ist, um dies auch ausdrücklich zu sagen, zu viel. Und das ist nicht hinnehmbar. Punkt 1. Punkt 2. Es wird dann aber versucht, den Eindruck zu erwecken, wir hätten nichts getan. Und das stimmt eben dezidiert nicht. Wir haben als Große Koalition in der letzten Legislaturperiode sehr schnell reagiert. Beispielsweise auf die schrecklichen Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015. Wir haben das Ausweisungsrecht deutlich verschärft auf Initiative des Bundesjustizministers Maas. Wir haben uns hier sehr schnell auch in der Großen Koalition darauf verständigt, dass insbesondere, wenn Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Eigentum oder wenn Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte begangen werden, dass dann schon bei einer Freiheitsstrafe von nur mehr als einem Jahr dies das Ausweisungsinteresse des Staates indiziert und dass das Ausweisungsinteresse des Staates über dem Bleibeinteresse des Betroffenen liegt. Das ist eine erhebliche Verschärfung des Ausweisungsrechts. Und wir haben dann auch wieder unter Bezugnahme auf die letzte Debatte nach dem schrecklichen Anschlag am Breitscheidplatz das Abschiebungsrecht auch entsprechend verschärft. Wir haben die Hürden deutlich gelockert, dass ausreisepflichtige Gefährder in Abschiebehaft genommen werden. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Gefährder mit der elektronischen Fußfessel überwacht werden. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Personen, die als Gefährder eingestuft sind oder die nicht bereit sind, ihre Identität preiszugeben, mit einer Residenzpflicht versehen werden. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Asylbewerber verpflichtet werden, bis zu 2 Jahre in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu verbleiben. Wir haben weitgehende Maßnahmen vorgenommen, um das Ausweisungs- und Abschiebungsrecht in Deutschland deutlich restriktiver zu fassen und zu verschärfen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und nun zum dritten Punkt. Die geplante Vorgehensweise der AfD ist nun mal verfassungswidrig. Und sehr geehrter Herr Kollege Reusch, ich bin schon etwas verwundert. Sie sind Volljurist und sagen, na ja, das Argument der Verfassungswidrigkeit ist ein Totschlagargument. Gerade eine Partei, die wie die AfD immer so vorgibt, sehr vaterlandslieb zu sein und einen besonderen Bezug zu unserem Heimatland zu haben, sollte aus meiner Sicht schon auch mehr Respekt und auch Anerkennung gegenüber unserer Verfassung haben. Es ist nun mal so, und um dies auch deutlich zu sagen, die Präventivhaft in Deutschland ist unzulässig. Man kann eine Person nicht einfach in Haft nehmen, wenn sie sich nicht vorher strafbar gemacht hat. Und dass Sie, Herr Reusch, selbst erkannt haben, dass Ihr Gesetzentwurf verfassungswidrig ist, erkennt man ja schon daran, dass Sie nicht nur den Gesetzentwurf einbringen, sondern diesen begleiten mit einem Antrag. Der ist lapidar auf 2 Seiten gefasst. Und in diesem Antrag schreiben Sie, Sie fordern die Bundesregierung auf, mit den Ländern in Verhandlungen einzutreten über eine Neuordnung der Gesetzgebungszuständigkeit im Bereich des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts. Also dieser Satz entlarvt Sie vollends, weil Sie mit diesem Satz eingestehen, dass Ihr begleitender Gesetzentwurf himmelschreien verfassungswidrig ist. Der Bund hat in diesem Bereich keine Gesetzgebungszuständigkeit. Sie verweisen ja sogar in der Begründung Ihres Antrags darauf, dass beispielsweise der Freistaat Bayern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, indem die Möglichkeit, auch bekannte Gefährder in Haft zu nehmen, erweitert wurde. Von 14 Tage auf mittlerweile 3 Monate. Also insoweit ist der Dreiklang wieder vollends erfüllt. Sie als AfD
beschäftigen Sie mit einem Thema tatsächlich, und das ist ein Thema, die hohe Ausländerkriminalität. Und ich werde auch noch was dazu sagen, was wir als Unionsfraktion gemeinsam mit der SPD vorhaben, um hier auch in der laufenden Legislaturperiode noch weitere Verschärfungen vorzunehmen. Zweitens, Sie erwecken zu Unrecht den Eindruck, wir hätten nichts getan. Und drittens, Sie bieten nur Scheinlösungen. Wir als Große Koalition haben uns darauf verständigt im Koalitionsvertrag, dass wir diese 5 Deliktsgruppen, die ich vorher erwähnt habe, noch erweitern werden, um den Sozialbetrug und um die Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also wenn auch Delikte gegen diese beiden Deliktsgruppen vorgenommen werden, reicht schon eine Freiheitsstrafe von nur einem Jahr aus, die auch dann zur Bewährung ausgesetzt sein kann, um das Ausweisungsinteresse des Staates zu indizieren. Und wir haben uns auch gemeinsam mit der SPD darauf verständigt, dass wir die Instrumente der Abschiebehaft und auch des Ausreisegewahrsams insgesamt praktikabler gestalten wollen. Das ist aus meiner Sicht ein sachgerechter und wohlgemerkt verfassungsgemäßer Ansatz, den wir auch hoffentlich ab kommenden Montag dann auch entsprechend weiter vorantreiben werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Abgeordnete Uli Götsch für die